Hallo ihr Lieben, ich bin wieder die Eva von Evas Backparty und wie ihr sehen könnt, stehe ich heute nicht allein in meiner Küche, denn die liebe Tine ist zu Besuch von dem Kanal Missverständnis und wir machen heute zwei leckere Rezepte zusammen und bei mir gibt es heute leckere Apfelzimtschnecken, die bestehen aus dem Hefeteig und wir haben nicht nur ein Apfelrezept gemacht, sondern auch noch ein zweites und das verrät euch jetzt die Tine. Genau, auf meinem Kanal gibt es ein ganz einfaches Rezept zu Apfeltaschen. Lecker. Na, ja, sind richtig gut. Ja, und für mein Rezept, für diese Hefeteig-Zimtschnecken mit Apfel, brauchen wir 350 Gramm Mehl, 45 Gramm geschmolzene Butter, ein Ei und ein Teelöffel Salz. Dann brauchen wir noch 60 Gramm Milch, 30 Gramm Zucker, einen Würfel frische Hefe und 125 Milliliter lauwarmes Wasser. Und die Hefe müssen wir jetzt vorher noch auflösen in dem Wasser und die brösel ich dazu einfach in das Wasser hinein. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zucker, damit die Hefe Nahrung bekommt. Die kann die Tine mir noch ein bisschen ins Wasser geben. Einfach nur so ein bisschen, nicht alles. Okay. Damit die Hefe einfach schön Nahrung bekommt und dann schön aufgehen kann. Das klappt schon. Ja. Und es ist natürlich wichtig, dass das Wasser lauwarm ist. Und es ist aber auch wichtig, dass es jetzt auch nicht so heiß ist, weil zu warm mag es die Hefe auch nicht. Also ideal ist so eine Temperatur so um 30 Grad. Ja. Und die Hefe wird jetzt einfach verrührt, bis sie sich komplett aufgelöst hat. Also bis es einfach eine glatte Masse ist und keine Stückchen mehr drin sind. Und danach lassen wir die Hefe gehen, damit sie einfach schon mal ein bisschen wirken kann. Sobald dann keine Hefestückchen mehr drin sind, deckt ihr es einfach mit einem Geschirrtuch zu und lasst es dann 10 Minuten lang gehen. Also eher ruhen gehen, tut es ja noch nicht. Die Hefe durfte jetzt 10 Minuten lang ruhen und wie ihr sehen könnt, hat sie oben drauf eine schöne Schaumkrone gebildet. Das heißt, die Hefe hat schon mal angefangen zu wirken und jetzt können wir die Zutaten einfach miteinander verrühren. Und vom Mehl geben wir aber erstmal nur den Dreiviertelmehl hinzu, das andere geben wir später hinzu. Also ungefähr so drei Viertel einfach in die Schüssel geben. Und die anderen Zutaten, bis auf die Butter, die kommen einfach jetzt damit rein. Also der Zucker. Und die Milch und das Ei und da drüben steht, glaube ich, noch das Salz. Mhm. Genau, und zum Schluss brauchen wir natürlich unsere Hefe noch. Und das lasst ihr jetzt einfach zu einem glatten Teig verkneten. Und wenn sich das dann miteinander verbunden hat, dann geben wir noch die restlichen Zutaten hinzu. Und wie ihr seht, ist es jetzt auch noch relativ breiig. Und jetzt geben wir auch das restliche Mehl hinzu, dann wird es dann ein glatter Hefeteig. Soll ich das mal hochmachen? Kannst du. Okay. Genau, einfach das Mehl und die Butter hinzugeben. Und dann wird es einfach nochmal richtig gut verknetet. Und wenn der Hefeteig noch zu klebrig ist, dann könnt ihr ruhig noch ein bisschen Mehl hinzugeben, bis er einfach nicht mehr klebt. Also ich gebe jetzt ungefähr noch 50 Gramm hinzu und lasse es dann einfach auch nochmal unterkneten. Und wenn dann ein glatter Hefeteig entstanden ist, dann nehmt ihr den Hefeteig raus und formt den zu einer Kugel, weil wir den jetzt dann noch gehen lassen müssen. Am besten fettet ihr euch auch da die Hände ein, dass auf keinen Fall etwas an den Händen kleben bleibt. Den formt ihr jetzt wie gesagt zu einer Kugel. Und danach lassen wir ihn an einen warmen Ort 30 Minuten lang gehen. Im Ofen machst du das, ne? Also ich mache das immer unterschiedlich, je nachdem, wenn Sonne scheint, dann stelle ich ihn einfach in die Sonne. Und jetzt momentan scheint da keine Sonne, da heize ich dann einfach den Ofen auf 50 Grad vor, schalte ihn dann aus, dass er wieder ein bisschen runterkühlen kann und stelle dann so rein. Ja, so macht es auch. Ja. Während der Hefeteig jetzt geht, können wir dann schon mal die Äpfel vorbereiten, weil die werden wir jetzt noch andünsten. Und dazu brauche ich einfach zwei Äpfel, den Saft von einer Zitrone, den habe ich schon ausgepresst und dann noch eine Prise Zimt, wer mag. Und die Äpfel, genau, die schälen wir jetzt einfach, vierteln und tun dann das Kerngehäuse entfernen und danach können wir sie klein schneiden. Und wer mag, kann natürlich so schöne Apfelschlangen daraus machen. Schaut's her, professionell aus, wie du das machst. Voll das Multitasking-Film jetzt. Mhm.
Und die Äpfel schneidet ihr einfach in den Stückchen, in denen ihr sie haben wollt. Und ich werde jetzt einfach relativ klein würfeln. Das Apfelschneiden geht natürlich schneller, wenn man zu zweit ist. Ja. Ich habe heute eine fleißige Assistentin dabei. Und die Äpfel, die geben wir jetzt einfach in einen Topf, weil die werden wir jetzt auch andünsten. Und da geben wir einfach noch den Zitronensaft hinzu und den Zimt. Aber wie gesagt, den Zimt könntet ihr auch weglassen, falls ihr keinen mögt. Ja, ich mag leider Zimt nicht so gerne. Für mich gehört das so ein Apfel immer dazu. Mhm. Gehen wir heute ein bisschen weniger rein. Ich finde es auch echt schade, dass ich keinen Zimt mag. Weil Zimt ist ja auch gesund und lecker. Stimmt. Für viele. Ja. Haben wir heute ein bisschen was rein. Und deshalb wärmen wir jetzt einfach über den Herd und lassen es dann so 5 Minuten lang dünsten. Also die Äpfel, die vermischt ihr jetzt einfach mit dem Zimt und dem Zitronensaft. Und dann schaltet ihr den Herd auf höchster Stufe an. Und wenn es dann so ein bisschen anfängt, vor sich hin zu köcheln, dann schaltet ihr aus mittlerer Hitze runter und gebt den Deckel drauf und lasst es so 5 Minuten lang dünsten. Die Apfelstückchen habe ich jetzt in so eine Schüssel umgefüllt, damit sie jetzt einfach schneller auskühlen. Und da ist es ganz wichtig, dass die nicht zu viel Saft abgeben. Also wenn ihr zu saftige Äpfel habt, dann müsst ihr den Saft einfach ein bisschen absieben. Ja, und den Hefeteig bestreichen wir jetzt dann noch. Und dazu brauchen wir 50 Gramm Mandeln, also gehackte Mandeln sind es, 50 Gramm Zucker, da haben wir schon ein bisschen Zimt untergemischt. Und dann noch Butter, sind auch 50 Gramm, glaube genau. Ich, ne? Und die sollte geschmolzen sein, so halt so ein bisschen cremig geschmolzen. Genau. Also nicht komplett zerlassen, sondern nur so ein bisschen cremig, dann lässt es sich nämlich viel schöner verstreichen. Genau, und jetzt müssen wir noch unseren Hefeteig ausrollen. Der Hefeteig dürfte jetzt bei mir 30 Minuten lang gehen. Und wie ihr sehen könnt, ist er wunderbar aufgegangen. Und bevor ich den jetzt aus der Schüssel hole, bemühen wir erstmal noch die Arbeitsfläche. Sieht aber sehr schön aus. Also Winter haben wir jetzt aber noch nicht. Jetzt kommt erstmal der Herbst. Winter bestimmt auch gut. Das stimmt, ja. Das kann man eigentlich das ganze Jahr essen. Und dann gebt ihr da einfach euren Hefeteig drauf und ich hole mir den immer mit einer Teigkarte raus, weil man dann schön die Reste vom Rand noch mitnehmen kann. Der riecht jetzt auch schon richtig gut. Also so nach Hefeteig irgendwie. Der duftet ja dann immer so, wenn er gegangen ist. Und hier duftet es leider. Ich bemühe mir jetzt dann nochmal die Hände und knete den jetzt nochmal ganz grob ein bisschen durch und forme ihn dann zu einer Kugel. Und dann könnt ihr ihn einfach mit einem Nudelholz rechteckig ausrollen. Wenn ihr das dann rechteckig ausgerollt habt, dann bestreicht ihr das einfach mit der Butter. Und das ist wie gesagt gut, wenn die eher so eine cremige Konsistenz hat, weil sie sich dann einfach viel besser verstreichen lässt. Und wenn es dann mit der Butter gut bestrichen ist, kommen dann noch der Zimt, Zucker und die Mandeln darüber. Und das verstreut ihr einfach auf dem Teig. Schön gleichmäßig. Und falls ihr keine Mandeln mögt oder dagegen allergisch seid, könnt ihr sie natürlich auch weglassen. Und dann müssen wir den Teig einfach noch von der Längsseite her aufrollen. Damit wir jetzt eben diese Schneckenform erhalten, schneiden wir die Rolle jetzt einfach in 2 bis 3 cm dicke Scheiben. Und dann sieht man hier eben schön diese Schneckenform. Und die kommen dann auf ein Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist. Wir haben jetzt unsere Schnecken alle aus der Rolle abgeschnitten und die lassen wir jetzt noch 30 Minuten an einem warmen Ort gehen und dazu decken wir es jetzt einfach mit einem Geschirrtuch ab. Ist auch wichtig, dass die dann im Partnerlook sind. Ja, das ist ganz. Das Ergebnis auch symmetrisch wird. Dann. Auf jeden Fall, ist wichtig, ja. Also keine unterschiedlichen Geschirrtücher. Die Schnecken durften ja jetzt ja nochmal gehen und sind jetzt auch nochmal ein bisschen aufgegangen. Und jetzt müssen wir natürlich noch unsere Äpfel drüber geben und die verteilen wir einfach auf dem Zimtschnecken und drücken sie ein bisschen ein. Wenn sie vom Löffel runtergehen.
Und es riecht jetzt schon richtig lecker nach Zimtschnecken und Apfel. Mhm. Ich freue mich dann schon, wenn die aus dem Ofen kommen. Ja, ich freue mich auch. Und bei dieser Variante ist einfach der Vorteil, dass man sehr gut steuern kann, ob der Teig durchweicht oder nicht. Weil bei Hefe muss man immer ein bisschen aufpassen, oder? Das ist nicht zu sehr. Außerdem lassen sie sich viel besser schneiden, weil wenn der Apfel drin ist, dann hat es nicht so einen guten Halt. Und wenn man das einfach so macht, hat man zwar nachträglich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber das ist ja eigentlich ein schnelles Rezept. Ja, das geht super einfach. Und dann ist man auch einfach auf der sicheren Seite. Wir haben jetzt noch ein paar Apfelstückchen übrig, da uns das sonst ein bisschen zu voll wäre, aber die können wir ganz einfach so vernaschen. Ja, die sind auch so schon richtig lecker. Also kann man einfach so wegsnacken. So ein kleiner Apfelsalat. Ja, schon. Ja, und die Schnecken können dann eigentlich in den Backofen. Den habe ich jetzt auch schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und sie werden etwa 15 Minuten brauchen. Da schaut ihr einfach, wann sie eine schöne braune Farbe bekommen. Die Apfel-Zimtschnecken sind fertig gebacken. Und wir haben sie jetzt auch schon auskühlen, da auch schon auskühlen lassen. Und ich werde jetzt oben drauf noch so eine Zitronenglasur drüber geben. Das bringt einfach noch ein bisschen Süße und auch ein bisschen Frische. Und dazu verrühren wir einfach Puderzucker mit Zitronensaft. Und da geben wir auch erstmal nur ein bisschen Zitronensaft hinzu und verrühren das und schauen, wie die Konsistenz ist, damit es einfach nicht zu flüssig wird. Und wenn es dann so eine schöne, zähflüssige Masse ist, dann können wir sie über die Schnecken geben. Mit einem kleinen Löffel sprenge ich jetzt die Glasur einfach über die Schnecken. Und bevor ihr die jetzt serviert, lasst ihr die Glasur einfach noch trocknen. Wir warten jetzt nicht so lange, wir essen sie jetzt direkt auf. Alle. Alle auf einmal. Also. Aber die Zitronenglasur macht sich richtig gut da drauf. Also für mich könnte noch ein bisschen mehr Zimt mit drin sein. Ich bin Zimtliebhaber, aber haben wir heute ein bisschen weniger rein, weil du ja nicht so gern Zimt magst. Richtig lecker. Also solltet ihr mal nachmachen. Ja. Wir lassen uns die Apfelzimtschnecken jetzt schmecken. Euch können wir leider nichts abgeben, aber ihr könnt sie natürlich zu Hause ausprobieren oder natürlich auch ein anderes leckeres Apfelrezept ausprobieren. Und zwar ist auf der Tine ihrem Kanal noch ein leckeres Apfelrezept, und zwar Apfeltaschen. Das müsst ihr euch auch unbedingt anschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns sehr. Ja. Rezept findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, bis bald. Tschüss. Und dann ist alles in Butter. Alles in Butter. Die Olle müssen wir jetzt dann noch in die Schnecken schneiden. Okay. Jetzt wird in der Kirche. Gut, aber jetzt.